Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie man dem Titel schon entnehmen konnte, werde ich heute ein sehr emotionales bzw. persönliches Thema ansprechen, und zwar Panikattacken generell. Einfach alles zu dem Thema. Also ich habe das Gefühl, so jetzt quasi ready zu sein, um darüber zu sprechen. Ich habe fast das Gefühl, dass ich mehr oder weniger sowas wie eine Verantwortung habe, meine Reichweite auch für solche Themen zu nutzen, die einfach nicht so nice sind, einfach nicht so positiv sind oder generell einfach nicht so schön sind, darüber zu sprechen. Aber ich weiß einfach, dass ich damit Menschen erreichen kann, denen es genauso geht, oder dass ich generell einfach zu über solche Themen sprechen kann und damit sensibilisieren kann. Und deswegen möchte ich auch dieses Video jetzt dazu nutzen. Seid mir nicht böse, ich bin ein bisschen, also keine Ahnung, mir fällt es ein bisschen schwer, glaube ich, darüber zu reden, weil es halt einfach was Ultra-Persönliches ist und weil ich auch einfach so ein bisschen Angst davor habe. Aber genau der Punkt, dass ich Angst davor habe, über sowas zu reden, weil ich mir Gedanken mache, wie mich andere Leute dann sehen quasi, oder generell, wie dieses Video auf andere Leute wirken wird, zeigt mir, dass es so falsch ist, so zu denken, weil die meisten Leute sich so verhalten, dass die meisten Leute nicht über Ängste generell im Allgemeinen oder generell einfach Sachen, die nicht so positiv sind, und deswegen werde ich das jetzt aber trotzdem tun. Und ich glaube einfach, also wisst ihr, alleine wenn ich weiß, dass ich einer Person damit helfen konnte, hat es sich für mich einfach gelohnt. Und also ich werde jetzt erstmal anfangen, so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen mit euch zu teilen und was mir geholfen hat, und generell, damit ihr so ein bisschen über meine Story quasi Bescheid wisst. Und ich glaube, das Video ist nicht nur für Menschen, die selber betroffen sind, interessant, sondern auch super wichtig für Menschen, die es nicht betrifft. Einfach, damit sie sensibilisiert werden für solche Themen und dass sie nachvollziehen können, wie man sich fühlt. Aber ich möchte trotzdem zu Anfang sagen, dass jemand, der so Panikattacken oder so einen Angstzustand noch nie empfunden hat, auf der Art und Weise, wie es Menschen tun, die eben mit sowas zu kämpfen haben, dass diese Menschen niemals nachvollziehen werden können, wie sich sowas anfühlt. Also ich versuche euch das natürlich jetzt mit Worten zu beschreiben und so nahe zu bringen, wie es geht, aber es ist trotzdem nicht ansatzweise das, wie das Gefühl, was jemand empfindet, wenn er sich in so einer Phase im Leben befindet. Also jetzt erstmal zu meiner eigenen Erfahrung. Es ist super weird, darüber ein Video zu drehen, weil es ist wirklich was, wo ich am Anfang mit einfach keinem drüber gesprochen habe, außer mit meiner Familie. Ich habe auch am Anfang wenig mit Freunden darüber geredet. Und zwar hatte ich vor 3 Jahren das erste Mal meine erste Panikattacke. Und bei mir ist es so, dass ich wie so eine Phase habe, in der ich dann anfällig für Panikattacken bin. Und ich erzähle euch jetzt einfach das, wie es mir ergangen ist und was ich daraus mitgenommen habe und wie ich mir das selber erklären konnte, indem ich mich eben selber beobachtet habe in so einer Situation. Also es ist jetzt alles meine subjektive Wahrnehmung, von die ich gerade schilder. Und zwar war es so, dass ich von einem auf einen anderen Tag einfach so ein Gefühl verspürt habe. Ich kann euch das nicht richtig beschreiben, aber es ist einfach so ein Gefühl, was sich was anfängt, sich so in so einfach hier im Magengegend quasi so auszubreiten. Also ich finde, das ist so schwer lokalisierbar, aber es ist wie so ein, als ob man wie so ein Gefühl im Herz, so, ihr wisst ja, also es ist einfach ein Gefühl, was du wahrnimmst. Und in dem Augenblick, wo ich es wahrgenommen habe, habe ich auch angefangen, mich reinzusteigern, weil ich gemerkt habe, was ist das so? Ich kriege irgendwie gerade extremes Pulsrasen. Also ich habe richtig Herzrasen bekommen. Und dann ist es eben so bei mir, dass ich mich dann in dieses Gefühl extrem reinsteigern kann. Und dann fängt es an, sich überall auszubreiten, bis es dann wirklich im Kopf ist. Und wenn es dann erstmal im Kopf ist, dann fängt halt so die richtige Panikattacke an. Das ist es bei mir jedenfalls so. Und falls Leute damit Probleme haben, sich sowas anzugucken oder die es triggern sollte, dann würde ich das Video jetzt euch nicht empfehlen, weil ich wirklich sehr detailliert auf meine Erfahrungen eingehe. Und ja, also du kannst dieses Gefühl nicht mit anderen Emotionen beschreiben, die du sonst im Alltag verbindest. Zum Beispiel, wenn du Stress hast oder wenn du irgendwie Höhenangst hast, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht wirklich vergleichbar, außer es führt dann zu einer richtigen Panikattacke. Jedenfalls äußert sich das dann bei jedem natürlich auch ganz unterschiedlich, also es ist überhaupt nicht zu pauschalisieren. Aber bei mir ist es so, dass
ich dann quasi wie diese Angst über diese Angst nimmt, vereinnahmt mich dann in dem Augenblick komplett. Also komplett. Es ist egal, welches Szenario ich dann im Kopf habe, sei es irgendwie Bahnfahren, draußen was zu machen oder so, alles macht mir in dem Moment Angst, egal was. Ich bin ein sehr, sehr, erstmal, ich bin wirklich ein sehr, sehr positiver Mensch. Ich erfreue mich an fast allem, an Kleinigkeiten, so an Sonnenuntergängen, an schönem Wetter, an Sonne. Also wirklich alles, was so die Natur zum Beispiel zu bieten hat oder generell, ich liebe mein Leben. Also ich liebe wirklich mein Leben. Ich liebe meine Freunde, meine Familie und es gibt so viel, wofür ich dankbar bin und deswegen... Es ist jetzt auch nicht so, dass ich generell quasi anfällig dafür bin, irgendwie sehr negativ eingestellt zu sein, negative Gedanken zu haben. Aber trotzdem muss man sagen, dass ich ein Mensch bin, der sehr, sehr viel nachdenkt. Also sehr, sehr viel nachdenkt. Ich reflektiere extrem viel. Ich überlege mir immer verschiedene Szenarien. Okay, wie könnte das jetzt ausgehen? Was wäre, wenn das gewesen wäre? Also ja, so ein kleiner Overthinker bin ich schon. Deswegen, das ist erstmal so zu meiner Grundeinstellung. Und darauf ist es eigentlich nicht zurückzuführen. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich dann da diese Phase hatte, in der ich dann das erste Mal so diese Phase von Panikattacken hatte. Und zwar, ich hatte das jetzt dreimal in meinem Leben, dass ich fast irgendwie eine Woche oder so hatte, in der es mir extrem schlecht ging. Und ich kann euch nicht wirklich sagen, was die Gründe dafür sind. Natürlich gibt es immer einzelne Sachen, die so Emotionen oder Gefühle verstärken, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich es vorstellt. Bei mir ist es so, dass ich das so kommen spüre. Das hört sich total komisch an. Aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie abends oder so im Bett liege, dass ich dann so merke, okay, irgendwie hast du gerade so übelst das Unwohlempfinden. Obwohl eigentlich gerade alles gut ist. So, du liegst in deinem Bett, alles ist gut. So, natürlich laufen immer manche Dinge nicht so, wie man sie sich vorstellt. Aber das ist halt trotzdem, also das ist nicht das Gefühl oder der Ursprung von so einem Gefühl. Sondern bei mir entwickelt sich das dann, das bahnt sich quasi so an und breitet sich dann ganz stark aus. Und ich bin aber so eine Person, ich möchte immer jede Emotion und jedes Gefühl, was ich verspüre, wahrnehmen und ausleben. So, weil ich das ganz, ganz schlimm finde, die Vorstellung, dass ich irgendwas unterdrücke oder dass ich irgendwas verdränge. Ich möchte jede Emotion fühlen. Und das ist einerseits gut, aber einerseits auch nicht gut. Und da werde ich auch später nochmal drauf eingehen. Aber in dieser ersten Phase, wo ich das hatte, habe ich mich dann auch extrem in dieses Gefühl reingesteigert und bei mir hat sich das dann so geäußert, wenn es quasi ganz schlimm ist dann bei der Panikattacke, dass ich dann einfach nur am Heulen bin. Also für einen anderen Menschen sieht es so aus, als ob ich einfach nur weine, weil ich meine, andere Menschen können diese Ängste, die ich in dem Moment spüre, nicht sehen, nicht wahrnehmen, nicht spüren, nicht fühlen und einfach nicht nachempfinden. Aber für mich ist es in der Situation einfach so, als ob ich gleich sterbe. So. Und es hört sich jetzt so irrational an, weil es ist ja auch einfach ein irrationales Gefühl, eine irrationale Angst, also bei mir jedenfalls. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach so unheimlich schwer für Außenstehende so nachvollziehen zu können, was da genau in einem vorgeht und was da abgeht. Man kann es nur durch Worte quasi versuchen zu erklären, aber es wird niemals für eine richtige Vorstellung davon reichen. Für die Menschen, die nicht von sowas betroffen sind, ist es so wichtig, euch um die Menschen in eurem Umfeld zu kümmern, zu sorgen, zu fragen, ist alles okay oder generell einfach zu zeigen, dass du da bist, so. Weil was das Allerschlimmste in so einer Situation ist, ist, wenn man sich dann auch noch alleine fühlt. Also zeig, dass du für eine Person, die zum Beispiel in deinem Umfeld betroffen ist, da bist und dass es okay ist, dass man sich schlecht fühlt. Ja, und Leute, ich sag's euch mal so, ihr wisst nicht, wie viele Menschen davon betroffen sind. Es ist unfassbar, wirklich. Es ist unfassbar, wie viele Menschen sich so fühlen und mit sowas zu kämpfen haben. Und es ist einfach wichtig, dass mehr darüber gesprochen wird, dass man sich nicht dann so alleine damit fühlt. Man weiß nie, was in den Menschen vorgeht. Deswegen, ja, jeder hat sein Päckchen quasi so zu tragen. Ich denke auch, einige denken oder hätten jetzt nicht erwartet, dass ich mit sowas zu strugglen habe. Aber genau das ist die Sache. So, du siehst es von außen nicht, was eine Person gerade durchmacht, deswegen
Seid empathisch und nett zueinander. Und generell, also schreibt mir gerne eure Erfahrungen oder wie es bei euch ist in die Kommentare. Es ist super wichtig, über sowas zu sprechen, einen Austausch herzustellen. Deswegen drehe ich auch dieses Video. Also alles damit bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also es ist dann so bei mir gewesen, dass ich dann mich einfach abgelenkt habe, weil in dem Moment, wo du dich auf dieses Gefühl konzentrierst, kreisen deine Gedanken nur um dieses eine Gefühl, um die Panik, um das, wovor du dich scheinbar zu fürchten denkst, aber im Grunde genommen weiß man ja selber, dass es irgendwie keinen Sinn macht. Also, dass es einfach, es gibt eigentlich gar keinen richtigen Grund, dass man Angst vor irgendwas hat, aber es ist trotzdem so. Oder es ist einfach dieses Gefühl, scheint so real zu sein und es fühlt sich so unglaublich echt an, dass ihr könnt euch das einfach nicht vorstellen, wie es ist. Oder die Leute, die selber betroffen sind, ihr wisst, glaube ich, genau, was ich gerade beschreibe. Und ich habe dann in dieser Phase dann mich versucht abzulenken und irgendwann habe ich einfach vergessen, darüber nachzudenken. Und das ist auch einfach so für mich die einzige Möglichkeit, aus so einer Phase wieder rauszukommen. Aber es waren dann in der Phase so fünf Tage lang, in denen ich mich sehr schlecht gefühlt habe. Und ich habe dann auch immer in dem Augenblick mit meiner Familie drüber gesprochen und das hat mir in der Situation sehr, sehr geholfen. Also es ist natürlich nicht auf jeden zu beziehen, aber für mich ist wirklich das Einzige, was mich so richtig aufbauen konnte, darüber zu sprechen. Und ganz am Anfang konnte ich aber nicht wirklich darüber reden. Oder ich habe auch meinen Freunden nichts davon gesagt. So, eigentlich keiner wusste davon, dass es mir so schlecht ging, beziehungsweise dass ich mich so gefühlt habe. Und als es dann besser war, also es ist nicht so, dass es von einem auf den anderen Tag dann so komplett weg sein kann. Dieses Gefühl kann irgendwann einfach weg sein, aber du hast trotzdem diese Gedanken oder du entwickelst dann natürlich einfach dadurch, dass es dir einmal in deinem Leben so beschissen ging, Angst vor der Angst. Also wäre dann quasi eine richtige Angststörung, dass du halt einfach so eine Angst vor diesen Panikattacken hast, dass du eigentlich dauerhafte Angst hast. Das ist bei mir zum Glück nicht so. Da kann ich mich sehr glücklich schätzen, weil ich einfach weiß, dass es super vielen Menschen viel, viel schlechter geht und generell einfach zu wissen, dass so viele Menschen davon betroffen sind und sich fast täglich so fühlen müssen, wie ich mich in deren Phasen gefühlt habe. Das zerreißt mir wirklich das Herz. Das ist einfach wie eine Abwärtsspirale. Je mehr du dich damit befasst, darüber nachdenkst und da dich da reinsteigerst, desto weiter nach unten rutschst du. Aber ich hatte es ja, wie gesagt, dreimal und danach war es wirklich von einem auf den anderen Tag, hatte ich es nicht mehr. Klar, ich habe darüber nachgedacht und ich habe es gefürchtet, mich nochmal so zu fühlen, aber ich habe mich einfach abgelenkt. Und ihr dürft eine Ablenkung in der Situation nicht als etwas sehen, was euch quasi von dieser Angst ablenkt, sodass ihr euch eigentlich nur vor der Angst und von der Panik versteckt. So ist es nicht. Denn du musst die Angst so sehen, dass sie dich von deinem richtigen Leben und von dem, was gut für dich ist, abhält. So, die Angst ist das, was dich ablenkt. Und deswegen ist es auch kein Problem, wenn du dich auf andere Sachen konzentrierst. Dieses Video wird unglaublich lang. Ich entschuldige mich jetzt schon im Voraus. Aber wie ich zu dieser anderen Sichtweise gekommen bin und wie ich gelernt habe, das von einem anderen Punkt zu betrachten, da werde ich auch gleich noch drauf zurückkommen. Ich möchte einen roten Faden haben, deswegen, ja. Ich würde es mal so sagen, dass ich generell auch relativ emotional bin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich überemotional bin, aber sehr empathisch und dass mich auch zum Beispiel Sachen aus meinem Umfeld sehr schnell belasten können, sage ich mal. Dass ich einfach sehr, sehr mitempfinde in Bezug auf mich und auf andere Menschen. Und dann hatte ich das ein Jahr später nochmal und da war es auch wirklich schlimm. Aber ich bin dann da genauso rausgekommen, wie als ich das erste Mal hatte. Und dann, ich will jetzt nicht zu sehr mich in diesen Details verlieren, dann kommen wir aber zu meinem absoluten Tiefpunkt. Das hatte ich ja auch auf Instagram mitgeteilt. Ich hatte das 2 Jahre, hatte ich überhaupt nicht mit Panikattacken oder einem Angstzustand zu kämpfen. Es ist halt wirklich erst einen Monat her. Deswegen war ich auch nicht sicher, ob ich mich bereit fühle, dieses Video zu drehen, aber um ehrlich zu sein, wird niemals ein Zeitpunkt kommen, an dem ich nicht oder an dem ich sowas komplett vergessen kann. Und ich finde, wenn es jetzt noch nicht so lange her ist und ich noch einfach diese Gefühle mehr präsent habe, fällt es mir leichter, euch das zu veranschaulichen. Und zwar war das dann, wie gesagt, vor einem Monat erst. Und da sind mir eigentlich die Gründe relativ bekannt oder ich weiß, warum es mir relativ schlecht ging in der Phase. Und es sind alles, was heißt Kleinigkeiten, es sind alles Dinge, die sich so über dieses Jahr lang hin angestaut haben.
Ich bin auch ein sehr, sehr Routine-Mensch. Und wenn, sobald ich mich an irgendwas gewöhne, werde ich damit comfortable. Also fühle mich dann manchmal so ein bisschen rausgerissen. Ja, also deswegen glaube ich, dass es einfach so sich alles ein bisschen angestaut hat und auch noch andere Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir vorgestellt hatte, so die ich mir quasi schön geredet habe, weil ich dachte, dass es was ist, an dem ich mich so festhalten kann. Also dadurch, dass ich dann einfach so unglaublich vor so einer unglaublichen Ungewissheit stand, ging es mir einfach nicht so gut. So, aber was ich auch dann gelernt habe, dass es einfach keine Lösung ist, sich an solchen Dingen festzuhalten, weil das Leben ist nun mal voller Veränderungen und das ist das, was es ausmacht und es ist so wunderschön und man muss versuchen, so diese Schönheit so wahrzunehmen und zu realisieren und es als was Positives zu sehen. Aber dann war es so, dass ich quasi gemerkt habe, dass es mir nicht gut ging und dann kam auch schon so wieder die erste Panikattacke. Und das, dieses dritte Mal, also diese dritte Phase, in der ich mich dann da befunden habe, war wirklich mit Abstand das Allerschlimmste, was ich hier in meinem Leben empfunden habe. Ich habe wirklich nicht mehr irgendwelche Trigger-Gedanken, die mich dann in so eine Situation verleiten oder in so ein Gefühl versetzen, sondern es kommt einfach so. Und es gibt manchmal für mich einfach keine Erklärung. Aber ich muss sagen, mir fällt es unglaublich schwer, dann diese verletzliche Seite zu zeigen, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr selbstbewusst ist und stark ist, würde ich mal sagen. Ich habe mich dieses Mal extrem verletzlich auch gegenüber meinen Freunden gezeigt und ja, Menschen, von denen ich in dem Moment dachte, dass sie mir so helfen können. Ja, und es war im Endeffekt auch eine gute Entscheidung. Ich bereue das nicht. Also, ich hatte in der Phase kein Selbstbewusstsein. Mir war alles scheißegal. Also, durch dieses ständige Gefühl, das mich einfach so erdrückt hat, bin ich total stumpfsinnig geworden. Also, ich habe dann einfach gar nichts mehr empfunden, weil ich glaube, das war einfach so ein Schutzmechanismus, damit ich nicht komplett daran kaputt gehe in dem Moment. Wenn ihr merkt, dass ihr überhaupt nicht mehr alleine klarkommt, dass euch gerade nichts helfen kann, dann bitte sucht euch Hilfe. Wenn ihr euch selber nicht helfen könnt, dann müsst ihr euch wirklich einfach damit anfreunden, die Verantwortung für euch selber jemand anderem zu übergeben, weil man manchmal im Leben an einem Punkt ist, wo man die Verantwortung für sich selber nicht tragen kann. Am Anfang hat es mir noch extrem geholfen, mit meiner Familie darüber zu sprechen und ihnen das zu erklären. Und im Endeffekt ist es auch für mich das Einzige gewesen, was es überhaupt verbessert hat. Also, weil was unglaublich wichtig ist, im Endeffekt kannst nur du was daran ändern, dass sich was ändert. Das hört sich so weird und so banal an, aber du musst auch die Kraft dazu haben, was ändern zu wollen. Einfach das Einzige, was dir hilft, ist wirklich, was zu machen. Ja, auf jeden Fall habe ich mit, wie gesagt, Betroffenen, aber auch Ärzten und Psychologen gesprochen. Und ja, also die haben mir eigentlich auch alle das gesagt, was ich dann auch selber ja, gemacht habe. Und zwar erstens darüber zu sprechen. Es hilft unglaublich. Zweitens, dass du dir eine Routine schaffst. Nur so kommst du meiner Meinung nach da raus. Du bist in diesem Karussell, was sich die ganze Zeit um deine Gedanken, die ganze Zeit um die Angst dreht. Und du musst dieses Karussell anhalten und aussteigen. So musst du dir das vorstellen. Überleg dir wirklich einfach oder denk dir wirklich im Kopf einfach, dass du Stopp sagst. So, es ist so schwierig, da rauszukommen. Ich weiß es einfach, wie unglaublich schwierig das ist. Aber so, du hast die Kraft, es zu schaffen. So, das möchte ich einfach nur sagen. Du besitzt die Kraft, es zu schaffen und da rauszukommen. Und auch wenn es sich in dem Moment so unmöglich anfühlt, wirst du es irgendwann schaffen. Du darfst einfach die Hoffnung daran nicht aufgeben, dass du wieder zu dir selber zurückfindest. Und ich habe mir dann quasi sehr krass meinen Tag strukturiert, damit ich in so eine Routine reinfinde. Weil wenn du mit deinem Kopf beschäftigt bist, also wenn du auf eine andere Sache konzentriert bist, dann kannst du dich nicht auf die Angst konzentrieren. Du darfst dich dann, oder mir hat es einfach geholfen, dann quasi dieses Angstgefühl, also was in der Situation wirklich real ist, trotzdem, auch wenn es sich hier real anfühlt, zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Gefühl in mir, aber das ist ein Fake-Gefühl. Also es ist für mich nicht real, auch wenn es sich so anfühlt. Du musst dir einfach selber einreden, es ist nicht real. Ich halte das jetzt aus. Aber ich steigere mich nicht rein und ich fokussiere mich da jetzt nicht drauf, weil es einfach
ich habe mir das dann immer so gesagt, es ist einfach irgendwas, was in deinem Kopf, dass irgendwie ein Stoff zum Beispiel gerade irgendwo ausgeschüttet wird oder zu viel ausgeschüttet wird, der jetzt dieses Gefühl verursacht. Es hat einfach so eine chemische Ursache. So, und es ist nichts, was dich wirklich beschäftigt. Es ist nichts, wovor du wirklich Angst hast. Und zum Beispiel habe ich dann einfach genau die Sachen, vor denen ich mir quasi dann diese Angst eingeredet habe, gemacht. Ich habe mich quasi den Dingen gestellt und habe in dem Moment überhaupt kein Problem damit gehabt. Weil daran habe ich gemerkt, es ist irrational. Also es ist irrational und es gibt einfach keinen Grund, warum du dich jetzt so fühlen solltest. Auch wenn man sich trotzdem so fühlt. Also wirklich, es ist ja trotzdem so. Aber was mir wirklich dann, was mir so sehr geholfen hat, wirklich einfach zu differenzieren. Ist es gerade eine echte Emotion, die wirklich von mir auskommt? Oder ist es eine Emotion, die da ist? Oder ist es ein Gefühl, was da ist, was aber nicht zu mir gehört? Und dieses Differenzieren hat mir unglaublich geholfen, dann einfach Sachen zu machen, zu unternehmen. Ich war mit meiner Mutter wandern, ich war mit dem Hund Gassi. Auch wenn du denkst so, nein, es hilft mir nicht, es bringt mir nichts, mach es einfach, wirklich einfach machen. Such dir irgendwas, was dich in gewisser Weise so catcht, wo du dich mit deinem Sinn und deinen Gedanken drauf fokussieren kannst. Das ist meiner Meinung nach das, was unglaublich, unglaublich weiterhilft. Und so war das dann bei mir, dass ich das dann quasi auch da rausgeschafft habe und es war immer jemand für mich da und auch an meine Freunde. So, es ist einfach, in so einem Augenblick ist es einfach so wichtig, Menschen, die für einen da sind, so zu haben oder sich an solche Menschen zu wenden. Und trotzdem ist aber wichtig, dass du dich nicht davon abhängig machen darfst, weil du selber als eigenständiger Mensch trotzdem fähig bist, mit deinen Sachen klarzukommen und damit zu dealen. Du darfst aber dich selber einfach in so einer Situation nicht unterschätzen. So, du darfst dich selber nicht kleinreden, auch wenn es so, mein Selbstbewusstsein hat in dem Moment nicht existiert, wirklich nicht. Aber das ist total falsch, sondern du bist trotzdem stark. Und mir ist auch aufgefallen, da ich jetzt wirklich mit einigen auch über Instagram, die mir dann geschrieben hatten, dass es ihnen genauso geht, geredet habe, dass es Menschen sind, die so unglaublich intelligent und empathievoll sind und so offen über Gefühle zu sprechen. Und das ist so positiv, wirklich. Du bist fähig, so zu empfinden, wie es manch anderer niemals sein wird, weißt du? So, du kannst positive Dinge so wundervoll wahrnehmen. Das heißt, du musst es quasi von einem anderen Standpunkt aus sehen. Du musst es so betrachten, als dass es auch was Positives ist, dass du so empathisch und empfindsam bist. So. Es ist generell meiner Meinung nach super wichtig, auch aus so einer absolut abgefuckten Phase das Positive rauszunehmen, auch wenn sich das so blöd anhört, auch vermutlich für Betroffene, aber wenn du mal so, da ist eine Fliege, wenn du in einer Phase warst, in so einer Phase, wo du dich so gefühlt hast und es dir so beschissen ging und du es rausgeschafft hast, ist es einfach was unglaublich Positives. Oder ich habe aus meinen Erfahrungen jetzt rausgenommen, auch wenn es mir schlecht geht, dass ich es schaffe und dass ich selber wieder da rauskommen kann, wisst ihr? Ich glaube, dass man da unglaublich viel mitnimmt und denk dir immer, wenn du schon mehrere Panikattacken gehabt hast, du hast es immer geschafft. Wenn du jetzt dieses Video guckst, dann hast du es immer geschafft, da doch rauszukommen. Und deswegen, das darfst du nicht vergessen. Du musst ja einfach einreden, ich habe es einmal geschafft, deswegen schaffe ich es auch nochmal. Jedenfalls hoffe ich, dass ich mindestens einer Person damit helfen konnte, meine Geschichte zu teilen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn es euch schlecht geht und ihr keine Ansprechperson habt. Schreibt mir gerne auf Instagram, @annisturm. Ja, es ist jetzt ein sehr, sehr emotionales Thema gewesen. Auch ein ultra privates Thema. So über Ängste, Gefühle und Emotionen zu sprechen, ist für mich privater geht es überhaupt nicht. Und das jetzt mit sehr vielen Menschen zu teilen, fällt mir, glaube ich, auch sehr, sehr schwer. Aber es ist trotzdem das Richtige, davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Und ja, deswegen, also ich kann nur nochmal sagen, dass ich einfach ultra dankbar und für alles bin in meinem Leben und dass ich einfach wirklich gerade für meine Familie und für meine Freunde, das ist so wichtig, positive Menschen in seinem Leben zu haben. Und ich kann jetzt übrigens sagen, also im Moment geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe das, wie gesagt, immer nur so phasenmäßig. Ich weiß, dass ich das bestimmt in meinem Leben wieder haben werde, aber ich habe mir meine eigene Strategie, wie ich damit umgehe, entwickelt. Und ja, auf jeden Fall
geht es mir im Moment wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe dieses Video auch nicht, oder ich drehe dieses Video nicht, weil ich Mitleid haben möchte oder einfach von einer anderen Sicht, mit einer anderen Sicht betrachtet werden möchte oder wahrgenommen werden möchte.